Auf diesem Kanal möchte ich das perfekte Foto-Video-Setup zusammenstellen. Dazu gehört Kamera, Objektiv, Stativ, aber natürlich auch die richtige Weise, wie man zum Beispiel auch im Urlaub filmt. Denn man kennt es, man fährt in Urlaub, will aber trotzdem seine YouTube-Videos weiterdrehen. Um jetzt das richtige Licht zu haben, ist jetzt die beste Möglichkeit, einfach entweder bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang zu filmen. Nur wer diese Zeit halt eben nicht hat, zum Beispiel man will halt morgens eben nicht früh aufstehen und abends will man lieber Abendessen gehen oder in die Disco gehen, anstatt jetzt hier so ein mühseliges Video zu filmen. Also muss man es irgendwie am Tag hinbekommen. Und jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man filmt jetzt hier mit diesem blöden Augenschatten, man ist geblendet und alles und sieht halt ein bisschen blöd aus. Wir gehen irgendwo in den Schatten, sodass wir jetzt zwar auch keine Augenschatten mehr haben, dafür jetzt aber alles andere viel zu hell ist und wir zu dunkel. Also sieht eigentlich auch nicht so toll aus. Oder man macht das Ganze auf der dritten Möglichkeit, die das Ganze viel einfacher macht und das Problem, dass man diesen blöden Augenschatten hat, eben eliminiert. Die Lösung hängt an eurem Polo. Das ist die Lösung. Hiermit habt ihr eigentlich alle eure Probleme gelöst. Die Sonne blendet euch jetzt nicht mehr, ihr müsst also jetzt auch nicht mehr so stark in die Sonne gucken. Ihr habt die Augenschatten nicht mehr und ich finde, das sieht auch sogar noch recht schick aus. Und falls diese Brille jetzt auch noch polarized wäre, könnte man hiermit jetzt auch noch so coole Effekte machen, dass man dann irgendwie davor tut und dann noch irgendwie sonst was hat. Das zeige ich euch mal. So, wir haben jetzt nämlich hier alles überbelichtet. Wenn ich jetzt dann hier so die Sonne, also jetzt hier so die Sonnenbrille vorhalte, wie immer in diesen Werbungen für ND-Filter. Klar, dass das besser aussieht. Man könnte auch einfach die Belichtung runterschrauben. Das war es jetzt aber erstmal mit dem kürzeren Video. Ich bin noch im Urlaub. Ich möchte meinen Urlaub genießen. Falls ihr jetzt auch im Urlaub seid, wünsche ich euch noch einen schönen Urlaub. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.